Wir sind jetzt bei Otto Walzhofer angelangt. Ein sehr interessanter Spieler, ist 1950 zu Wiener gekommen, hat vorher bei SC Columbia Floridsdorf und beim FAC gespielt. Für die Blau-Gelben hat er 197 Meisterschaftsspiele bestritten zwischen 1950 und 1958-59. Hat dabei 143 Tore erzielt, ein wirklicher Vollblutstürmer, sehr erfolgreich. War auch im Nationalteam einige Male eingesetzt, 13 Länderspiele. Konnte sich 1954 und 1958 zwar für die Weltmeisterschaft qualifizieren, hat aber selber kein Spiel bestritten für die Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft. War 1973 dann Trainer bei der Vienna bis 1978 und auch hier konnte er Erfolge feiern. Die Vienna ist 1975-76 aus der zweiten Division wieder in die erste Division aufgestiegen. Das war ein Verdienst von Walzhofer als Trainer und natürlich auch mit einem Sektionsleiter Rudi Röckel, der auch seinen Anteil an diesem Erfolg hatte. Eine sehr erfolgreiche Zeit für die Vienna. Otto Walzhofer war im Zivilberuf Bankbeamter bei der Kreditanstalt. In späteren Jahren immer wieder Besucher auf der Vienna, auf der Hohen Warte. Ist 2000 verstorben. Als einer der letzten der Meistermannschaft 1955. Es sind nur noch sehr wenige der damaligen Spieler unter uns, was natürlich sehr schade ist.